Frau Barley, danke, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Tagesgespräch bei Phoenix, das wir führen am Rande der Antrittsrede des designierten Kanzlerkandidaten und Parteivorsitzenden, der jetzt ja, seit ein paar Tagen in Amt und Würden noch nicht endgültig ist, aber wir wissen, wo es hinläuft. Sagen Sie mal den Moment aus den vergangenen 8 Tagen, der Ihnen auch in 10 Jahren noch am präsentesten sein wird. Also wahrscheinlich die beiden Momente heute, als ich Martin Schulz und jetzt eben Sigmar Gabriel so gerührt gesehen habe wie noch nie. Beide auch mit viel Emotionen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man in der Politik Menschlichkeit zeigt und dass die beiden diese Freundschaft auch bewahren und dass wir diesen Übergang sehr solidarisch, freundschaftlich hinbekommen haben. Schildern Sie mal aus Binnensicht, was da in den vergangenen 8 Tagen alles passiert ist in der SPD. Na, für uns war natürlich klar, dass wenn wir heute den Kanzlerkandidaten bekannt geben und er seine erste Rede in dieser Funktion hält, dass dann einige Tage vorher bei den Gremiensitzungen die Nachricht rauskommen wird. Das war so zu erwarten. Und das Echo hatte ich mir so erhofft. Es hat mich dann in der Wucht doch überwältigt, also dass wir innerhalb kürzester Zeit hunderte Neueintritte hatten, dass ein Sturm der Begeisterung durch das Netz ging und wir diese Euphorie erlebt haben, die auch heute zu spüren war. Der Spiegel nennt Martin Schulz schon Sankt Martin, stattet ihn mit einem Heiligenschein aus. Sind die Erwartungen und die Hoffnungen, die jetzt auf ihn gerichtet sind, nicht viel zu viel des Guten für einen einzigen? Das Schöne an Martin Schulz ist ja gerade, dass er kein Heiliger ist und dass er auch dazu steht. Dass er einen Lebensweg hat, wie ihn viele Menschen haben. Eine Schullaufbahn, eine Lehre, eine Selbstständigkeit und dass er durch viel Fleiß und harte Arbeit es zu was gebracht hat. Und das macht ihn eben zu jemandem, der für Sozialdemokratie steht. Ja, es sind hohe Erwartungen, aber diese Erwartungen hängen eben mit seiner Persönlichkeit zusammen und die hat er und deswegen sind die auch gerechtfertigt. Was kann Martin Schulz, was Sigmar Gabriel nicht gekonnt hätte? Na, Sigmar Gabriel hat die SPD 7 Jahre lang geführt, durch viele Höhen und Tiefen. Und Sigmar Gabriel hat die SPD auch in diese große Koalition geführt, die sehr erfolgreich ist für sozialdemokratische Inhalte. Aber Martin Schulz verkörpert einen Aufbruch. Er verkörpert nochmal eine größere Vision, die hinter dieser großen Koalition liegt. Sie haben den Aufbruch angesprochen, der ist ja auch mehrfach thematisiert worden, auch in Martin Schulz Rede selbst. Wenn man sich das Ganze genauer anguckt, hört man auch, dass er sehr viel Rückhalt hat in der Bundestagsfraktion ohnehin, aber auch von Seiten der Mitglieder. Sie haben auch gesagt, es gibt einen Zuwachs bei den Mitgliedern. Wenn man sich das alles ansieht, müsste man dann nicht eigentlich sagen, die Unterstützung für Sigmar Gabriel war zu gering aus den Reihen der SPD? Die Unterstützung für Sigmar Gabriel ist heute auch mehrfach zum Ausdruck gekommen. Aber Sigmar Gabriel hat es ja selber mehrfach gesagt. Er hat es der Partei nicht immer leicht gemacht und die Partei ihm auch nicht immer. Martin Schulz ist auch ein Freund klarer Worte. Also er ist jetzt keiner, der weichgespült ist oder so. Aber ich glaube, dass er noch mal eine andere Art hat, mit Menschen umzugehen und mit Menschen zu sprechen. Das schätzen die Mitglieder sehr und auch die Menschen darüber hinaus. Welche Vorteile, welche Nachteile sehen Sie, dass er von außen kommt? Aus Europa, wo er zuletzt sehr aktiv ist, natürlich auch sehr prominent aktiv gewesen ist, aber es wird ihm ja unter anderem vorgehalten, in der Bundespolitik ist er noch nicht zumindest so richtig sattelfest. Also wo liegen die Vorteile, wo liegen die Nachteile? Wir brauchen mehr denn je jemanden, der Europa lesen kann, der Europa kennt und mit den europäischen Partnerinnen und Partnern auf Augenhöhe spricht. Und dafür ist keiner so gut geeignet wie Martin Schulz. Er spricht 5 Sprachen und er kennt die Akteure auch in- und auswendig. Dass er in der Innenpolitik nicht sattelfest sei, das ist nicht wahr. Er ist seit vielen Jahren, er ist das dienstälteste Mitglied des SPD-Präsidiums, also er ist in allen innenpolitischen Entscheidungen ist er mit eingebunden gewesen. Und er hat es ja heute auch gesagt, er war 11 Jahre Bürgermeister. Und da, wo man Innenpolitik am besten kennenlernt, ist die kommunale Ebene. Wie bewerten Sie die Reaktionen aus der Union auf Ihren Kanzlerkandidaten? Na, am spannendsten fand ich erstmal die Reaktion von Herrn Orban aus Ungarn, der nun wirklich demokratische Werte mit Füßen tritt. Und wenn er diese Nominierung nicht gut heißt, dann ist das schon mal ein Qualitätssiegel für Martin Schulz. Die Union ist offensichtlich ziemlich kopflos und durcheinander. Das ist sie eh schon, auch inhaltlich. Aber die merken jetzt natürlich, dass es
dass von Seiten der Sozialdemokratie aus dem Wind ein Sturm werden kann. Und das ist gut. Das ist ein schönes Beispiel, weil die Kollegen der Berliner Zeitung haben geschrieben, Martin Schulz wird den Wind nicht ändern können, aber er kann die Segel drehen. In welche Richtung wird er sie drehen in den nächsten Monaten? Martin Schulz hat ja sehr deutlich gemacht, dass er im Leben selbst Höhen und Tiefen kennengelernt hat und weiß, dass man auch mal eine zweite Chance verdient hat und sie nutzen muss. Und er kann noch mal ganz anders soziale Gerechtigkeit runterbrechen, weil er weiß, worum es da ganz konkret geht. Also soziale Gerechtigkeit wird ganz im Vordergrund stehen, aber auch der Aspekt Frieden, Verständigung innerhalb Europas und in der Welt. Danke, Frau Barley.